Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stellaris Leicht gemacht hier bei Simnox Gaming. Mein Name ist Simnox. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge hier beim kleinen Stellaris Tutorial. Und ja, wir wollen wie immer gar nicht lange reden. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr runterzukommen, nachdem ich in den letzten Videos ein wenig aufgedreht war. Und wir springen direkt mal wieder rüber in das Spiel. Und ja, wir sind an einen Punkt zurückgekehrt im Spiel, den ich bereits als Spielstand gespeichert hatte. Ich bin tatsächlich schon etwas weiter. Diejenigen unter euch, die bisher alle Videos verfolgt haben, wissen das, weil in dem Schiffsdesigner-Video war hier oben ein großes buntes Fleckchen mit einem Gegner. Und wie ich diesen Gegner kennengelernt habe, darum geht es heute. Denn wir sehen hier ein kleines gelbes Schiff, das uns neben unserem grünen Forschungsschiff angezeigt wird. Wenn ich mit der Maus da drüber gehe, steht da neutrale Flotten Gamma-Aliens. Das bedeutet im Endeffekt, an dieser Stelle ist unser Forschungsschiff einem anderen, ja, Weltraumobjekt begegnet, das kein Planet oder Stern oder dergleichen ist. Sprich, wir sind da auf jemanden getroffen, der auch im Universum unterwegs ist. Und das können verschiedene Wesen sein. Eine naheliegende Möglichkeit, wenn wir hier mal näher ranzoomen, wir sehen, es ist ein Schiff. Das heißt, es ist eine andere Fraktion auf der Karte, ein anderer Spieler, der dabei ist. Es können aber auch wilde Weltraumkreaturen sein. Die werden dann unter Umständen nicht durch ein gelbes, sondern durch ein rotes Symbol gezeigt. Hier unten sehen wir nämlich auch Alienschiffe mit einem großen roten Ausrufezeichen. Dort unten sind feindliche Kreaturen im Weltraum. Ich kann euch die jetzt auch leider nicht zeigen, weil dadurch, dass das System nicht erkundet ist, kann ich die nicht sehen. Und im Moment ist auch kein Schiff da und es traut sich auch kein Schiff mehr rein, deswegen geht es leider nicht. Aber ich will damit sagen, es gibt gute und es gibt nicht ganz so gute Nachbarn hier bei uns. Und wer das hier ist, ja, das wissen wir noch nicht so genau, denn da ist ein kleines Fragezeichen. Das heißt, wir wissen nicht genau, wer ist denn das? Was für ein Weltraumfahrer ist uns da denn begegnet? Wenn ich jetzt das Situationsprotokoll aufrufe, das mache ich entweder über diesen Knopf hier oder über die Taste F2, taucht hier dieses, ja, mit dem kleinen Satelliten gezeigte Quest-Objekt auf. Gamma-Aliens untersuchen, Beta-Aliens untersuchen. Hier geht es jetzt konkret um die Gamma-Aliens. Ich könnte die jetzt anklicken und könnte hier auf Erforschen drücken und dann würde quasi ein Sozialforscher sich damit beschäftigen, Kontakt zu diesen Gamma-Aliens aufzunehmen. Spoiler-Alarm, das spare ich mir jetzt, weil auch die andere Fraktion, wenn es keine Weltraumkreatur ist, sondern ein anderes Sternenreich, wird ja versuchen zu analysieren, mit wem hat sie es denn da zu tun. Und ich weiß aus dem Spielverlauf, dass das bereits passiert ist. Deswegen werde ich einfach mal die Zeit laufen lassen. Ich spule mal ein bisschen vor und gleich wird etwas passieren. Kann nicht lange dauern. Ihr seht hier, Schiffchen bewegen sich in alle Richtungen. Und zack, Kontakt hergestellt. Das genau passiert, wenn ihr entweder eure Sozialforschung um die Beta-Aliens zu entdecken oder die Gamma-Aliens in diesem Fall abgeschlossen ist, dann passiert das hier. Oder wenn das andere Sternenreich seine Forschung abgeschlossen hat, um euch besser kennenzulernen, dann passiert das auch. Und hier steht jetzt Kontakt hergestellt. Wir empfangen eine Übertragung von den Kazam Galactic Hierarchy. Anscheinend haben sie unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und alle Feindseligkeiten zwischen uns wurden vorübergehend eingestellt. Soll heißen, man tötet sich erstmal nicht gegenseitig, sondern spricht erstmal miteinander. Wenn ich jetzt auf Interessant drücke, also auf diesen Schaltfläche hier unten, wird sich gleich das Diplomatie-Menü, beziehungsweise das Herzlich-Willkommen-Menü sozusagen, nenne ich es jetzt mal, wird sich öffnen. Und hier haben wir nun die andere Fraktion. Ich bewege mich mal zur Seite. Ihr seht, noch sind die hier nicht gezeigt, noch sieht man sie nicht, weil dieses Fenster noch offen ist. Wenn ich das zumache, dann tauchen die auf. Und hier haben wir jetzt den Erstkontakt mit dieser Alien-Spezies. Wir können jetzt hier schon Entschuldigung. Wir können jetzt hier schon einige Informationen über unseren Nachbarn erfahren. Zum Beispiel, was für eine Staatsform haben wir hier? Wir haben zum Beispiel eine diktatorische Staatsform. Die ganzen Civics können wir uns hier angucken. Zum Beispiel Seed of Life in diesem Fall. Und wir können auch sehen, wie sind die ausgerichtet. Die sind fanatisch militaristisch und sind autoritär. Das heißt,
Wir können sowohl die Staatselemente sehen, als auch die, ja, die Ethiken. In dem Fall haben wir es also mit einer Militärdiktatur zu tun. Das ist natürlich immer so eine Sache, Militärdiktaturen, gerade die fanatisch-militaristischen, die neigen dazu, ultra-aggressiv zu sein. Wir sehen deren Wappen und wir sehen, welche Spezies wir hier haben. Aber wir sehen nicht genau, was diese Spezies auszeichnet. Darauf haben wir hier jetzt keinen Zugriff. Außerdem kann man hier anhand der ersten Nachricht schon so ein bisschen sehen, wie sind die denn so auf uns zu sprechen. Erstkontakt mit Kazam Galactic Hierarchy. Ich komme mit Grüßen vom Großmarschall Vak'jidir, dem unumstrittenen Herrscher von Kazam Galactic Hierarchy. Respektiert unsere Grenzen und haltet euch aus unseren Angelegenheiten heraus, dann werden unsere mächtigen Flotten vielleicht von einem Besuch eurer Welten absehen. Da hört man schon so eine unterschwellige Aggression heraus. Das heißt, da ist schon so eine leichte Drohung mit im Spiel. Das ist halt dieser militaristischen Diktatur geschuldet. Die sind also grundsätzlich erstmal so ein bisschen aggressiv ihren Nachbarn gegenüber. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, ihnen auf eine von drei Weisen zu antworten. Wie wir ihnen genau antworten können, hängt davon ab, welche Ethiken wir wiederum gewählt haben. Wir haben ja egalitär, wir haben spirituell und wir haben pazifistisch. Das heißt, wir können denen gar nicht eine große Drohung aussprechen. Das heißt, wir können denen eigentlich nur freundlich begegnen. Mögen die Geister euch zu euren Zielen geleiten, ist halt egalitär und spiritualistisch. Unsere Bürger grüßen euch in Frieden, weil wir wollen keine aggressive Antwort geben. Oder eure Freunde bringen uns der Göttlichkeit ein Stück näher. Und ja, nee, neue Freunde bringen uns der Göttlichkeit ein Stück näher. Dadurch können wir im Prinzip unseren Standpunkt zum Ausdruck bringen. Wir sagen denen jetzt einfach mal, unsere Bürger grüßen euch in Frieden. Dann poppt hier, weil das erste Mal ist, dass wir eine fremde Alien-Spezies in diesem Spiel getroffen haben, poppt dieses kleine Story-Fenster auf. Das war aber nur informatorisch jetzt. Und jetzt, zack, taucht hier auch die Reichsdarstellung auf. Ich habe jetzt mal gestoppt. Wir sehen also, hier bunt wird jetzt quasi deren Herrschaftsgebiet dargestellt, in diesem blass-rosa Ton. Wir können hier sehen, da haben sie einen bewohnten Planeten. Hier haben sie eine Station. Und dieser ganze Bereich hier gehört zu deren Herrschaftsgebiet. Ich möchte das zum Anlass nehmen, um mich mal zusammen mit euch hier dem Thema Diplomatie einen Moment zu widmen. Denn wenn wir das einmal gemacht haben oder einmal gesehen haben, ist das im Endeffekt für alle anderen Nachbarn am Ende gleich. Das Diplomatie-Menü findet man hier oben über Kontakte oder über die Taste F1. Das sieht so aus. Das ist im Endeffekt eine Listendarstellung. Hier an der Seite sind wir. Und hier sind alle anderen Fraktionen, die auf der Karte in irgendeiner Weise vertreten sind. Dazu gehören andere Gegner, dazu gehören gefallene Reiche, dazu gehören primitive Reiche, dazu gehören Marauder, also Marodeure. Und dazu gehören auch die neutralen Fraktionen, die überall auf der Karte verteilt zu finden sind. Wenn wir jetzt eine Liste hier uns aufgebaut haben, haben wir dann verschiedene Fraktionen hier drin. Und hier ist aber grundsätzlich die Darstellung immer gleich. Nämlich Wappen, Name und Herrschaftsform. Oder nicht Herrschaftsform, aber Auslegung. Meinung uns gegenüber. Aktueller Status, relative Militärstärke, ob man verbündet oder föderiert ist und ob man sich im Krieg oder nicht im Krieg befindet. Da hier nichts steht und hier auch nicht, sind wir nicht im Krieg mit denen und die sind auch mit niemand anderem im Krieg und die sind auch mit niemand anderem verbündet. Uns gegenüber sind sie überlegen, das ist die relative Stärke ist uns überlegen insgesamt. Weil sie uns gegenüber eine stärkere Flotte haben. Sie sind überwältigend stark uns gegenüber. Sind uns in wirtschaftlicher Macht und in Technologie ebenbürtig. Das Ganze ergibt im Schnitt die Gesamtnote überlegen. Und diese relative Stärke, die man zu den verschiedenen Reichen hat, ist ausschlaggebend darüber, wie sie uns gegenüber bei manchen Sachen reagieren oder bei manchen Entscheidungen oder Anfragen. Das heißt, das ist nicht immer gleich und kann sich auch im späteren Spielverlauf verändern, je nachdem, wie stark die oder wie stark wir werden. Dann sehen wir hier beim Status, wir haben einen Kriegsgrund auf sie. Das heißt, wir hätten eine Begründung, denen den Krieg zu erklären. Ich nehme mal an, dieser Kriegsgrund wird Ideologie sein, denn wir sind spiritualistisch und Spiritualisten haben immer diesen Kriegsgrund Ideologie gegenüber anderen Reichen.
Und dann haben wir noch die Meinung, die die uns gegenüber haben. Das ist also immer die uns gegenüber, nicht umgekehrt. Das heißt, in dem Fall haben wir hier minus 30. Sie setzt sich zusammen aus den Punkten neuer Kontakt, minus 20, in Klammern plus 2 jährlich. Das bedeutet, jetzt momentan haben die minus 20 Meinung uns gegenüber, weil die sind anscheinend Fremden gegenüber nicht so sonderlich offen eingestellt. Aber mit zunehmender Kenntnis über uns und mit zunehmendem Kennenlernen verbessert sich der Kontakt mit der Zeit und sie werden tendenziell uns gegenüber weniger schlecht denken, also eine etwas bessere Meinung von uns haben. Steht ja auch darunter. Meinung ist ein Maßstab, wie reich wir übereinander denken. Die Meinung können sie durch Aufbau von Vertrauen steigern, was sie über die Unterzeichnung diplomatischer Abkommen oder durch den Vorschlag von der gegenhaften vorteilhaften Handelsabkommen erreichen. Zum Beispiel kann ich denen also auch Geschenke machen. Oder kann ihnen sagen, okay, ich biete euch viel Energie dafür, dass ihr mir wenig dafür gebt. Und dadurch werden sie uns wohlgesonnen, weil sie sagen, aha, hier, Vorteil für uns, wir haben gut gehandelt mit denen, die sind sehr großzügig und. Das stimmt sie uns unter Umständen gewogen. Außerdem haben wir natürlich noch den Meinungsnegativmodifikator egalitaristischer Pöbel. Das bedeutet, sie mögen es nicht, dass wir egalitär sind, weil die wiederum autoritär sind. Also genau die gegensätzliche Staatsausrichtung verfolgen und das verträgt sich natürlich nicht, weil die sind natürlich genau entgegengesetzt ausgerichtet, mögen es also nicht, dass wir hier irgendwie einen genauen Gegenstandpunkt vertreten. Wenn ich die jetzt anklicke, sehe ich auch die Fraktion hier an der Seite und sehe hier verschiedene Informationen zu diesem Reich. Ich sehe jetzt hier, dass es sich um ein Säugetier handelt, um ein Kasam, um genau zu sehen, das sind also Kasam. Wir sehen hier, dass sie einen Planeten kolonisiert haben. Sie haben 31 Bewohner über alle Planeten verteilt, sind uns überlegen, also nochmal dasselbe, was hier steht, steht hier auch nochmal. Und das ist die Haltung, die sie uns gegenüber haben. Nicht zu verwechseln mit der Meinung. Sie haben eine negative Meinung, halten sich uns gegenüber aber neutral. Und da gibt es verschiedene Dinge. Es gibt feindselig, es gibt misstrauisch, es gibt neutral, es gibt freundlich, herzlich, behütend oder bevormundend. Das gibt es auch. Also es kann sich mit der Zeit also auch hier verändern. Und dann sehen wir hier unten noch den diplomatischen Status. Im Moment ist Ziel eines Kriegsgrundes von die Mentoren wegen der Ideologie. Ha, habe ich es nicht gesagt. Das wird also hier aufbauend so eine Liste dargestellt. Momentan haben die also nur einen, der einen Kriegsgrund auf sie hat. Das sind wir, nämlich den Kriegsgrund Ideologie. Hätten die jetzt wiederum einen Kriegsgrund einem anderen Reich gegenüber, würde das mit einem weißen Totenkopf darunter dargestellt werden. Und daneben jeweils das Reich, dem gegenüber dieser Kriegsgrund gilt. So viel zur Übersicht. Wenn ich mir hier ein Reich wähle und wähle ein Reich, das nicht das eigene ist, wird hier unten dieser Button Diplomatie freigegeben. Und wenn ich den anklicke, wechsle ich in das jeweilige Diplomatie-Menü mit dem jeweiligen Reich, das ich gerade ausgewählt habe. Und da habe ich hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was ich tun oder auch lassen kann. Mir findet man auch nochmal so verschiedene Informationen über das Reich. Zum Beispiel, wie hoch das Vertrauen uns gegenüber ist. Auch nochmal, wie die Meinung uns gegenüber ist. Ihr seht, es sind also zwei verschiedene Themen. Meinung, Vertrauen, Haltung. Das sind so die drei Faktoren, die sich immer in Wechselwirkung zueinander befinden und immer miteinander irgendwie korrelieren oder gegeneinander laufen. Das kommt halt darauf an. Meistens laufen sie miteinander, ab und zu auch schon mal gegeneinander. Dann sehen wir hier, was für eine Art von Welt die bewohnen. Also es wird immer präziser, je weiter wir reingehen, weil eben waren wir in einer Übersicht und jetzt sind wir konkret bei diesem einen Reich. Hier sehen wir jetzt auch den Herrscher sogar, welche Vorteile oder welche Fähigkeiten der Herrscher dieses Reiches hat, so wie unser eigener Herrscher ja auch seine Fähigkeiten hat, hat deren Herrscher die Fähigkeiten Befreier des Volks, Erkunder und Auge für Talent. Und dann hier nochmal die Informationen, Reichsbevölkerung und Reichskolonien. Dann steht hier noch so schön, die Macht ist die einzige universelle Sprache, aber wenn ihr euch diplomatischer unterhalten wollt, werden wir euch nicht aufhalten. Also im Prinzip, dadurch wird auch nochmal deren militaristische Herkunft unterstrichen, aber da wir uns natürlich im Diplomatie-Menü befinden, müssen die irgendwas dazu sagen. Zumindest können sie es. Müssen ist vielleicht der falsche Begriff an dieser Stelle. Und ich habe jetzt hier viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel den Krieg erklären. Das will ich jetzt aber nicht. Ich könnte zum Beispiel ein Handelsabkommen anbieten. Wenn ich das tue, öffnet sich dieses Handelsmenü hier. Was genau es damit auf sich hat, dazu wann anders mal mehr. Ich könnte sie zu meinem Rivalen erklären, was verschiedene Vor- und Nachteile bringt.
Ich möchte jetzt nicht auf jeden Punkt im Einzelnen eingehen, denn tatsächlich, wenn man sich das anklickt, wird das hier auch nochmal erklärt, was genau das macht. Und ich denke, lesen kann jeder selber. Ich brauche euch das nicht vorzulesen. Ihr versteht selber, was gemeint ist, wenn ihr das Spiel spielt. Dann kann ich Defensivabkommen anbieten, Nicht-Angriffsversprechen, Wirtschaftspakt, Forschungsabkommen, Migrationsabkommen. Jetzt sehe ich hierhinter aber ein großes rotes Kreuz. Das bedeutet, dass die Akzeptanz dieses Volks oder dieses Reiches nicht hoch genug ist, als dass die das überhaupt in Erwägung ziehen würden, das zu machen. Und warum das so ist, kann ich mir angucken, wenn ich über dieses Kreuz mit der Maus drüber gehe. Ich habe hier zum Beispiel eine Akzeptanz von minus 119. Die setzt sich zusammen aus einer negativen Basis von minus 50, der negativen, in dem Fall negativ ausgelegten neutralen Haltung, der negativen Meinung uns gegenüber, der relativen Macht der Reiche. Sie sind stärker als wir. Also warum sollten sie mit uns ein Defensivabkommen schließen? Umgekehrt wäre es so, wenn wir denen gegenüber stark sind, kann es sein, dass sich das sogar verbessert. Hegemonistische Imperialisten, also sind immer, also Imperialisten sind immer gerne darin gesehen, Defensivabkommen zu schließen. Und die Entfernung zueinander, also je weiter Reiche auseinander liegen, umso weniger sind die Reiche geneigt, miteinander Bündnisse zu schließen, weil, ja, was soll ich mit einem weit entfernten Nachbarn ein Bündnis schließen? Ich will lieber mit einem Nachbarn mich unterhalten, der direkt an meiner Türe steht. Und so funktioniert das auch für alle anderen Punkte, die mit einem roten Kreuzchen gekennzeichnet sind. Was ich zum Beispiel machen könnte, wäre Unabhängigkeit garantieren. Bedeutet, wenn die angegriffen werden, werden wir automatisch in den Krieg hineingezogen, weil wir deren Unabhängigkeit verteidigen wollen. Das kann man machen, um sich die Reiche gewogen zu stimmen. Denn wenn man das macht, wird es die Meinung verbessern, beziehungsweise das Vertrauen verbessern, uns aber Einfluss kosten. Also diplomatische Handlungen kosten uns natürlich Einfluss, weil wir müssen natürlich auch in irgendeiner Form was dafür bezahlen, dass wir uns an anderer Stelle verbessern. Also das Ganze Spiel ist im Prinzip so aufgebaut, dass man selten etwas für umsonst bekommt. Man muss immer abwägen, was ist einem gerade wichtiger. Jetzt könnte ich auch zum Beispiel meine Grenzen schließen. Das bedeutet, ich verbiete Schiffen und Flotten dieses Reichs in meine Staatsgrenze einzufliegen. Das heißt, die können immer nur bis zu Systemen fliegen, die direkt an mein Reich grenzen, aber nicht weiter. Sobald sie sich meiner Grenze nähern, dürfen sie nicht weiterfliegen. Der Grenzzugang ist für dieses Reich sozusagen geschlossen. Ist, denke ich, ziemlich selbsterklärend. Ist nützlich, um einem unliebsamen Nachbarn daran zu hindern, sich weiter auszubreiten. Wenn man zum Beispiel an einem strategisch günstigen Punkt eine Station errichtet, den er durchqueren müsste, um in einen anderen Teil der Galaxis zu kommen und dann die Grenze schließt, tja, kommt er nicht weiter. Natürlich darf man sich nicht der Illusion hingeben, das wird er einfach so hinnehmen. Wenn man den in die Ecke treibt, wird er böse irgendwann. Und dann wird er uns irgendwann den Krieg erklären. Das nur zur Info. Es gibt verschiedene Punkte, die auch als grau dargestellt werden, weil entsprechende Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die muss man dann erst erfüllen, wenn man das möchte. Dann kann man das tun. Ansonsten bleiben die grau. Zum Beispiel in Föderation einladen geht halt nur, wenn man die Diplomatietradition, die Föderation erforscht hat. Die haben wir nicht. Also können wir den auch nicht in eine Föderation einladen. Und selbst dann wäre es fraglich, ob er es macht, weil um in eine Föderation zu kommen, muss man ähnlich denken und ähnlich die Ansicht haben, das haben die hier definitiv nicht. Wir können sie auch einfach beleidigen, wenn wir da Bock drauf haben, wird aber die Meinung über uns verschlechtern. Damit provozieren wir tendenziell einen Krieg. Also wenn wir den lang genug beleidigen, provozieren wir tendenziell Krieg mit denen. Das kann man taktisch machen, wenn man sagt, okay, man will unbedingt einen Krieg haben, weil man deren Grenze irgendwie erobern will, aber selber nicht angreifen kann. Also provoziert man sie zu einem Verteidigungskrieg, also zu einem Verteidigungskrieg für uns. Und geht im Rahmen dessen hin und nimmt ihnen ein paar Systeme ab. Kann man machen, muss man aber nicht. Auch das Diplomatie-Menü bietet mannigfaltige Möglichkeiten. Und welche Möglichkeiten ihr habt und wie schnell ihr diese hier erreicht, hängt davon ab, wie ist das andere Reich, wie seid ihr, wie steht ihr in Beziehung zueinander. Verbessern oder verschlechtern kann man das Ganze durch verschiedene Werkzeuge innerhalb dieses Menüs hier. Und damit habt ihr auch schon, ja, alle Grundlagen kennengelernt, die ihr für die Diplomatie braucht. Nehmt euch auch hierfür Zeit und schaut euch auch das hier in Ruhe an. Welche Möglichkeiten habt ihr? Ihr könnt das Spiel jederzeit pausieren, so wie wir jetzt hier, und könnt euch das in Ruhe anschauen, damit ihr gar nicht irgendwie überfahren werdet von den einzelnen Möglichkeiten. Nehmt euch generell einfach immer Zeit und guckt es euch in Ruhe an. Und dann werdet ihr auch ganz schnell lernen, welche Möglichkeiten ihr habt und welche Möglichkeiten euch welche Vor- und Nachteile bringen.
Und damit sind wir auch für die heutige Folge bereits am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht und gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das gerne durch einen Daumen nach oben zeigen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen hier auf dem Kanal. Und dann werdet ihr natürlich informiert, wenn es wieder neue Videos hier gibt. Aktiviert dazu gerne die Glocke. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auf dem Discord vorbeikommt. Dort könnt ihr gerne Fragen stellen oder lasst eure Fragen natürlich auch gerne unten in den Kommentaren. Streams gibt es auch regelmäßig, deswegen hoffe ich, dass ihr auch da mal gerne vorbeischaut und mal reinschaut, denn wir spielen natürlich nicht nur Stellaris, sondern auch andere Games. Und ich würde mich freuen, euch auch da mal persönlich begrüßen zu können. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, haut rein, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!